liegen. Ja, und die Backe ist schlecht. Ja, das sowieso. Es gibt ja dadurch, dass in den Sporthallen nicht mit Baumwachs gespielt werden soll, diesen Ersatzharz, nenne ich ihn mal, was die Spieler gerne als Kaugummi bezeichnen, ja, weil er so schwer aufzutragen ist. Ja, unangenehme Sache, das ist auf jeden Fall. Die einen brauchen es mehr, die anderen brauchen es weniger, andere brauchen es gar nicht. Und viele cremen sich damit halt auch teilweise ein. Ja, es ist eigentlich eine interessante Frage. Wir haben vorhin in einer Runde zusammengestanden in der Jugend, ob man in der Jugend schon mit Backe spielen sollte. Wo dann das Argument kam, in Skandinavien tun die das ab der D-Jugend und die können mit dem Ball umgehen. Probleme, die wir in Deutschland durchaus haben. Naja, ich denke mal, es ist schon in Ordnung, weil es tut ja auch was dazu beitragen, dass die Kinder in dem Alter, da sind sie im Wachstum. Man muss den Ball irgendwo auch versuchen beherrschen zu können. Und da ist Baumwachs nicht immer die ausschlaggebende Sache. Sicherlich ein schönes Hilfsmittel, besonders für die Außen. Einen Dreher in der Hand haben. Schwerin findet hier kein Mittel, so wirklich, um wirklich druckvoll auf die Abwehr zuzugehen, um sich eine Spielsituation zu erschaffen, wo einfache Tore fallen könnten. Ja, jetzt mussten sie stellen, weil passives Spiel war angezeigt. Und er durch den Kreis gelaufen, würde ich sagen. Oder im Kreis gestanden. Und dementsprechend Ballbesitz für Grümer Schwerin. Ja, ist ein faszinierendes Phänomen, dieses Wachs. Wir können da nochmal kurz drauf eingehen, während jetzt Bonnie Lenz die Chance hat von außen. Aber spitzer Winkel, bleibt im Torwart hängen. Man sagte, das Spiel wird dadurch schneller. Obwohl Wachs ja eigentlich nichts anderes wie ein gewisser Kleber ist. Damit der Ball besser an der Hand klebt. Wie kann man mit einem Kleber das Spiel schneller machen? Ich glaube, das ist einfach nur eine Floskel, weil im Endeffekt das Spiel selber schnell machen ist sicherlich eine Gabe des Teams, das in der Lage ist, einen Ball schnell zu passen, sicher zu passen. Dann braucht man diesen Kleber nicht, weil dieser Kleber, es kann auch hemmend sein, weil es gibt viele Spielerinnen, wie gesagt auch Spieler, die benutzen es gar nicht, weil der Ball teilweise so viel Gatsche am Ball hat. Der Ball wird auch unheimlich schwer dadurch. Britta Wegner eben mit dem Tor und jetzt erneut das Tor für gegen Grünwald Schwerin für Rostock. 13-16 jetzt. Ja, Schwerin ist jetzt seit 5,5 Minuten ohne Torerfolg. Ein bisschen schläfrig aus der Kabine gekommen. Jetzt müssen Akzente her. Wer kann solche Akzente setzen? Macht das der Trainer? Machen das die Spieler? Der Trainer kann einerseits Akzente setzen und sicherlich erfahrene Spielerinnen, die eventuell mit einer... Jetzt ist das Kontertor nochmal für Rostock. Spielentscheidende Situation dann für Aufschub sorgen kann. Am Montag fehlt mir bei Grün-Weiß-Schwerin so ein bisschen eine Führungspersönlichkeit. Ja, die Frage ist natürlich, wer könnte das nehmen? Alles junge Spielerinnen. Ja, die alle zum großen Teil noch A-Jugend spielen könnten oder sollten. Die Theresia Meissner, die Kapitänsbinde vorne noch um hatte. Wir haben drüber gesprochen. Kurze Korrektur bei den Schiedsrichtern. Mhm. Und jetzt gibt es 7 Meter. 7 Meter Abwehr im Kreis. Und für den 7 Meter kommt Anna Linke jetzt aufs Feld. Muss man dazu sagen, die hatte einen Kreuzbandriss und ist jetzt steigt langsam wieder ins Training ein und ist extra für die 7 Meter angestellt hier. Und er verwandelt sie sicher. Glückwunsch und weitere bessere Genesung für Anna Linke auf diesem Weg.
Ja, besteht natürlich auch eine Gefahr, wenn sie den Ball verwirft, den 7 Meter, und eine erneute Wurfposition kommt, dass natürlich der Gegenspieler dort wieder eingreifen kann. Da kann natürlich auch unheimlich viel passieren. Hoffen wir nicht, dass es ihr passiert. Jetzt wollte Fischer da den Ball liegen lassen, weil sie dachte, es gibt Freiwurf, dann gibt es doch Abwurf. Und der lange Pass geht dann ins Nichts. Und, trotzdem wirklich sehr, sehr ruhig, Steffen, heute. Ich würde fast sagen, er ist zu ruhig. Ja, er kann von der Bank aus Impulse senden an die Mannschaft, an gewisse Spielerinnen, 7 Meter, wahrscheinlich 2-Minuten-Strafe. Ja. Kurzer Blickkontakt zwischen den Schiedsrichtern, dann gibt es die 2-Minuten-Strafe. Ja, ist ein wenig angeschlagen, ein wenig erkältet, vielleicht deshalb auch so ein ruhiges Verhalten heute. Während vor uns die Wechsel stattfinden, erfolgreich der 7 Meter abgeschlossen. Für Rostock 14-18. Da steht die Rostocker Abwehr gut. Da wissen die Spieler nicht wohin. Und von der Bank hört man mehr Druck. Und jetzt natürlich passives Spiel. Und das war jetzt schön ausgespielt, aber dann muss sie sich den Wurf nehmen. Und da wird passives Spiel abgepfiffen. Aber ein Schritt zu viel. Und somit die Konterchance für Rostock. Ja, aber man hörte gerade von der Bank, wollt ihr denn nicht? Doch große Unzufriedenheit auf Schweriner Seite. Und das, was du sagst, sie entwickeln keinen Druck. Sie haben nicht das Mittel, momentan die Rostocker Abwehr unter Druck zu setzen und liegen deshalb auch hinten. Das siehst du vollkommen richtig. Das war eine schöne Körpertäuschung von Julia Harder und die Möglichkeit, ja, da die Lücke zu machen. Hat man einen Gegenspieler ausgenascht, steht der zweite parat. Das ist Abwehrarbeit. Hand in Hand und dann ist man auch erfolgreich. Und wieder muss sich Schwerin dann über den Neuaufbau eine spielentscheidende Situation schaffen. Falsche Sperre am Kreis. Falsche Sperre, was bedeutet das? Ja, entweder zu viel Körpereinsatz, indem man den Po rausstreckt, den Gegner wegstößt. Man muss einfach nur. Die Schäle jetzt kurz mit dem 19-14, ja? Ja, man muss einfach nur gerade am Abwehrspieler stehen. Am besten ohne Kontakt. Einfach nur mit der Beinarbeit den Gegner daran hindern, den ballführenden Spieler zu attackieren. Da war mal die Einzelaktion, die vielleicht einen Impuls hätte setzen können. Aber dann hat man dann auch kein Glück und der Ball landet unter der Latte und springt dann wieder raus. Ja, Rostock macht nicht mehr wie nötig. Wenn sie gefordert sind, kommt das Tor. Kommt eine entscheidende Situation. Das ist jetzt ein Spiel von will nicht mehr gegen kann nicht mehr. Also würde ich es nicht ausdrücken. Es ist Sonntag, es ist 17 Uhr, bald 18 Uhr. Und man kriegt schwere Beine, Konzentration lässt Stück für Stück nach. Mit jeder Minute verlierst du Kondition und natürlich auch geistige Frische. Auch da das passive Vorwarnzeichen.
Dann wollen wir gucken, ob es vielleicht auch noch einen Impuls geben kann. 5 Tore Rückstand sind es für Grünwald Schwerin jetzt. Und noch 18 Minuten zu spielen. Also es ist noch nichts gesungen hier. Keine Messen sind gesungen. Das Spiel hat nur mal 60 Minuten. Aber dazu muss jetzt was passieren. Da kommt jetzt zum Beispiel eine Situation hinterlaufen, das was Steffen von gefordert hat. Und jetzt das Tor von Theresia Meissner. So, und dadurch entsteht natürlich die Situation durch den zweiten Einläufer, durch den zweiten Kreisläufer, der sich dann positionieren kann, dass sich eine Lücke auftut. Und wenn man dann den Ball zum richtigen Zeitpunkt zu der Spielerin spielt, diese Lücke antizipiert, klar, muss sie draufgehen und das Ding natürlich auch reinmachen hoffentlich. Und der Wurf von außen, erst am Torwart, dann am Pfosten und der Konter für Schwerin ist drin. 16, 19 und auf einmal sind es nur noch 3. Ja, es sind nur noch 3. Jetzt muss man so weiterarbeiten. Leichte Verunsicherung bei Rostock. Vielleicht kann man sich so eine Phase jetzt zunutze machen und sich Stück für Stück ranarbeiten. Ja, wenn man nicht selbst wieder in diese Verunsicherung reinfällt, Julia Harder da gerade mit Schwierigkeiten beim Ball, dann wäre das natürlich jetzt die Möglichkeit, diese Initialzündung, von der du gesprochen hast, jetzt dieses Einlaufen, was Steffen vorher gesagt hatte, der zum Torerfolg führt und dann dieser Konter nach der guten Abwehrarbeit. Hat man sich da belohnt und... Jetzt muss Schwerin immer nachsetzen. Und mir wirkt das hier ein wenig... Zu ruhig, kein Druck hinter, auch wenn es jetzt den 7 Meter gibt. Schöner Doppelpass. Und an der Linke geht da erneut zum 7 Meter Punkt. Und wieder sicher verwandelt von an der Linke. Der zweite Treffer. Noch zwei Rückstand und Auszeit. Vom Rostocker Trainer? Oh, vom Rostocker Trainer genommen. Wir hören mal ein bisschen rein, was er dann zu sagen hat. Stehen wir 5-1 schon ziemlich zusammen, aber zu wenig Beinarbeit.